So, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar geht es heute um den neuen Audi A7 bzw. den neuen S7. Denn der neue S7 kommt und ich würde mal sagen, wir schauen uns kurz hier das Video von Autobild an zum Audi A7, dass ihr wisst, um welches Auto es sich handelt. Bald die Aufpreisliste und die Kosten für den Einstieg. Denn unser Testwagen kostet schon 67.800 Euro. Mit allen Extras marschiert er sogar. Also ihr seht hier auf jeden Fall mal die mördergeilen Scheinwerfer. Finde ich übertrieben geil. Ist aber auch nur bei dieser Scheinwerfer-Variante dabei. Da gibt es noch die normalen, die sehen halt scheiße aus. Über die 100.000 Euro Grenze. Auch dank spezieller Lackfarbe, 21 Zoll Felgen, Laserlicht und S-Line Black Paket. Das Problem mit Unilack Basisleuchten und von hinten auch mördergeil hier mit der durchgezogenen Rückleuchte. So, das soll es auch schon gewesen sein. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, um welches Auto es sich heute handelt. Ich bin hier auf der Webseite von Autobild und zwar der S7 kommt mit Dieselpower. Der S7 kommt in Europa nur mit V6 Diesel zum Kunden. Der Antrieb ist erstmals auf 48 Volt Bordnetz und E-Verdichter elektrifiziert. Wir schauen uns mal gemeinsam die Bilder an und schauen, was es hier denn noch zum Fahrzeug zu sagen gibt. Hier seht ihr auf jeden Fall schon mal viel sportlicher hier mit dem S-Line-Paket. Mich persönlich macht das Auto richtig an. Ich finde es richtig geil. Hier die Stoßstange. Kantig, einfach geil. Hier das S7-Zeichen. Und die Sensoren für das autonome Fahren. Der Lack ist richtig, richtig geil. Wie gesagt, die Scheinwerfer sind geil. Allgemein. Audi A7, was gibt es da zu bemängeln? Audi zeigt mit dem S7 bislang sportlichste Derivat der aktuellen A7 Baureihe. Das neue Topmodell kommt ausschließlich mit Dieselmotor zum Händler. Also es kommt nur Diesel. Wo beim Vorgänger noch ein V8 TFSI Benziner mit 450 PS aus 4 Litern Hubraum saß, platziert Audi jetzt einen 3 Liter V6 TDI mit 349 PS und sagt 700 Newtonmeter. Also der neue S7 hat auf jeden Fall noch Bums. Ich denke, das Ganze wird mit einem Soundmodul ausgestattet sein. Beziehungsweise ich weiß es nicht, weil die Dinger ja eigentlich verboten wurden. Gehen wir mal zum zweiten Bild. Hier seht ihr das Ganze nochmal von vorne. An sich die S-Line-Felgen sind natürlich auch geil. Hinten schon richtig breite Schlappen drauf. Optisch unterscheidet sich der S7 in einigen Merkmalen von der S-Line des normalen A7. An der Frontschürze kommen alufarbene Einleger zum Einsatz. Die Lufteinlässe wurden etwas vergrößert und die Single-Frame-Grille erhält einen mattschwarzen Rand und verchromte Streben. Das seht ihr hier. Da muss ich an dieser Stelle sagen, da gehen echt alle Autohersteller eigentlich den gleichen Weg. Ich bin mir jetzt nicht sicher, in welcher Farbe sich die Spiegelkappe hier befindet. Auf jeden Fall hier zum Beispiel hat mein Auto von BMW als M140 auch hier die gleiche Speiche in diesem silbernen Ton. Und meine Spiegelkappe auch. Hier seht ihr schon von der Seite bzw. von hinten, die Rückleuchte ist einfach zu geil, richtig gelungen. Passt auch alt mit dem Erscheinungsbild vom S7 zusammen. Hier die Auspuffblenden, richtig geil. Rathäuser stellt Audi beim S7 etwas aus. Das Heck lassen 4 Endrohrblenden präsent wirken. Zwischen den Auspuffrohren befindet sich ein schwarzer Diffusor hier. Den kann man relativ gut erkennen. Jawohl, hier zum Innenraum. Rotes Leder gefällt mir persönlich nicht so. Was ich persönlich feiere, sind immer diese S-Line-Sitze. Die haben immer so ein kariertes Muster. Das ist einfach zu geil. Hier die Displays sieht man direkt. Krank, also da hat Audi wirklich einen aufgesetzt. Das Lenkrad ist auch geil, das Tacho auch. Innenraum ist schwarz gehalten und enthält sportliche Dekore. Neben sportlichen Sitzen mit S-Prägung stehen im S7 auch richtige S-Sportsitze mit integrierten Kopfstützen und hohem Seitenhalt zur Verfügung. So, hier nochmal eine Ansicht vom Beifahrersitz. Nochmal das Ganze von vorne. Also, das Auto ist schon krass. Aber ich kann euch jetzt gar nicht sagen, ab wie viel Euro das ganze Ding losgeht. Ich meine, der ganz normale A7 war schon mehr oder teuer. Sportfahrwerk, Sportdifferential an der Hinterachse, adaptive Dämpfer und die Dynamik, Allradlenkung stehen auch auf der technischen Seite der Aufpreisliste. Es dreht sich natürlich alles um Geld, das wisst ihr alle selber. Sportbremsanlage, vorne 400 mm Scheiben, hinten 350er, schon heftig. Ist serienmäßig, optional gibt es eine Keramikbremsanlage. Hier nochmal das Heck. Einfach krass, ohne Spaß. Richtig gelungen.
Bild Nummer 8, hier seht ihr den Motor, 3.0 Liter V6 TDI mit dem 3 Liter V6 Diesel im neuen S7 sitzt Audi erstmals bei einem S-Modell auf 48 Volt Bordnetz. Der riemengetriebene Startergenerator speist einen Akku. Die gewonnene Energie wird unter anderem dafür genutzt, den elektrisch angetriebenen Verdichter mit Strom zu besorgen. Der ERV, der Verdichter, dient zur Überbrückung des Turbolochs. Er greift so lange in die Aufladung des Motors ein, bis der konventionelle Abgasturbolader mit optimaler Drehzahl läuft und somit einen maximalen Ladedruck erzeugt. Also sollte das Auto theoretisch bzw. in der Praxis kein Turboloch mehr haben. Der E-Verdichter soll innerhalb von 250 Millisekunden reagieren und das Ansprechverhalten des gesamten Motors verbessern. Der Sport von 0 auf 100 soll in 5,1 Sekunden erledigt sein, was ich persönlich jetzt nicht allzu schnell finde, aber na stimmt, es waren 350 PS gewesen und es ist schon ein schweres Schiff. Geregelt wird der S7 bei einer Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h, wie fast jedes Auto. Der neue S7 soll im Sommer 2019 in Europa und damit auch in Deutschland debütieren. Preislich wird er bei 82.750 Euro starten, meine Freunde. Je nach Ausstattung wird es tendenziell über 100.000 werden. Wer den S7 mit Benzin haben möchte, der muss hierzulande zum Importeur. In den USA, in Asien und im Mittleren Osten bietet Audi den S7 nämlich mit einem 2,9 Liter V6 TFSI an, 450 PS und 600 Newtonmeter. Benziner wird mich persönlich mehr ansprechen, da müsst ihr auf jeden Fall importieren. Wie beim Diesel kommt auch der Benziner ein 48 Volt System mit Verdichter zum Einsatz. Also das war's dann auch schon. Wie gesagt, geiles Auto auf jeden Fall. Optisch macht er schon was her. Natürlich viel zu teuer für die meisten. Mal schauen, wann wir die ersten so auf der Straße begegnen dürfen. Den normalen A7 habe ich auch schon öfters gesehen. Aber ich meine jetzt speziell den S7. Schauen wir mal, das wird bestimmt noch ein Jährchen dauern. Aber wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Folgt mir auf Instagram und dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace.